Wir machen mit unseren Mopeds eine Zeitreise in die Vergangenheit. Hi, ich bin Lulu. Und ich bin Konrad. Wir sind in den 90ern im Westen aufgewachsen und kennen die DDR und ihre Grenze nur noch aus Erzählungen. Auch in Schule und Studium war sie für uns nie ein echtes Thema. Deshalb haben wir viel recherchiert und einen Roadtrip an die Grenze geplant. Anschließend haben wir unsere Mopeds aus der Garage geholt, das Wichtigste repariert und dann konnte es eigentlich auch schon losgehen. Wir mussten nur noch unsere Freunde Silvio und Javier von der Idee überzeugen. Ich meine, was soll schon schief gehen? Wir nehmen euch mit auf einen 1300 Kilometer langen Roadtrip an die Grenze, vom westlichsten Punkt der DDR bis an die Ostsee. Unsere erste Etappe führt uns von Kassel nach Hünfeld, wo unser Roadtrip entlang der Grenze so richtig losgeht. Ob wir und unsere Mopeds die rund 80 Kilometer tatsächlich schaffen, wissen wir noch nicht. Bis zum Tag der Abfahrt ist nämlich noch keine Probefahrt ohne Pannen verlaufen. Nach rund 2 Stunden Fahrt machen wir erstmal Mittagspause. Wir haben es bis nach Alheim geschafft und die Mopeds laufen wie geschmiert. Unseren großen Koffer voller Ersatzteile haben wir bisher gar nicht gebraucht. Aber was sind das überhaupt für Mopeds und warum fahren wir ausgerechnet mit denen? Lulu, Silvi und ich fahren jeweils eine Simson Schwalbe der Baureihe KR51. Diese wurden von 1968 bis 1980 in der DDR gebaut und sind auf den unterschiedlichsten Wegen zu uns gekommen. Meine hing jahrelang in einem Schuppen bei meinem Onkel. Lulus besteht aus einem großen Haufen geschenkter Ersatzteile und sehr viel Arbeit. Nur Silvio hat seine vor einigen Jahren gekauft und seitdem wenig gepflegt. Anders als bei Mopeds mit 50 Kubik normalerweise üblich, dürfen sie wegen des Einigungsvertrags auch heute noch 60 km/h schnell fahren. Deswegen sind sie noch immer so beliebt und werden vor allem im Westen gerne gefahren. In der DDR selbst bevorzugten viele allerdings sportlichere und leichtere Mopeds, so wie die S50 von Javier. Sie ist ein bisschen moderner als die Schwalben und hat dadurch etwas mehr Drehmoment. In der Praxis macht sich das deutlich bemerkbar, weshalb Javier mit seiner S50 immer etwas schneller ist als wir mit unseren Schwalben. Zeit weiterzufahren, damit wir vor der Rush Hour durch Bad Hersfeld durch sind. Außerdem bleibt so hoffentlich noch ein bisschen Zeit, um die Gegend zu erkunden, die im Fall der Eskalation des Kalten Kriegs wahrscheinlich zum ersten Schauplatz des Dritten Weltkriegs geworden wäre. Endlich angekommen. Nach dem vielen Sitzen brauchen wir erst einmal Bewegung und wandern auf den Rössberg. Von dort hat man bestimmt einen guten Überblick über den berühmten Fulda Gap. Es ist wirklich kaum zu glauben, dass sich hier tausende Panzer, Hubschrauber und sogar Atomwaffen gegenüberstanden. Die ganze Region hätte eine atomare Wüste sein können. Zum Glück ist der Kalte Krieg hier jedoch kalt geblieben und die Waffen kamen nicht zum Einsatz. Vom Aussichtsturm Via Regia können wir daher noch heute den tollen Rundumblick über die Gegend genießen. Wenn ihr mehr über die deutsche Teilung und unseren Roadtrip an die Grenze erfahren wollt, abonniert doch unseren Kanal.
In der nächsten Etappe fahren wir zum Point Alpha, dem heißesten Ort des Kalten Kriegs, und führen ein Interview mit einem ehemaligen Grenzbeamten in Wildeck-Obersuhl.